So. Im Rahmen der Reisevorbereitung für unsere Nepal-Reise zusammen mit dem Heiko steht jetzt die Motorradwartung an, nachdem ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich am PC zugebracht habe, die Visa zu besorgen. Das sind jetzt schon einige Aktivitäten, die da gelaufen sind. Und ich bin froh, dass das jetzt fast erledigt ist. Dazu erzähle ich dann später noch mal ein bisschen mehr. Ja, was ist dran beim Motorrad, wenn ich jetzt alles aufsummiere? Ich weiß gar nicht, ob ich alles zusammenkriege. Auf jeden Fall, Lenkkopflager ist dran. Kettensatz kommt natürlich neu. Zündkerzen wechseln, Batterien muss ich austauschen. Muss ich das Vorderrad noch mal ein bisschen abdichten. Da ist irgendwas ein bisschen faul. Wahrscheinlich ist die Felge von innen schmutzig oder was, weiß ich noch nicht. Muss ich ein bisschen sauber machen und dann schauen, dass ich die wieder dicht kriege. Hinten ist super, ist alles dicht. Kettensatz hatte ich gesagt, Ölwechsel ist natürlich klar, Luftfilter, was haben wir noch? Ja, dann die Radlager, ich habe sie da, mal gucken, ob ich sie tausche oder ob ich sie nur mitnehme, muss ich mir noch überlegen. Im Moment tendiere ich dazu, sie mitzunehmen, aber was man ausgetauscht hat, braucht man eigentlich nicht mitnehmen, insofern würde das Gepäck reduzieren, wobei die Lager ja nicht groß sind, die nehmen ja nicht viel Platz weg. Ja, also das steht jetzt an und ich lege mal los. Ich baue erstmal viele, viele Plastikteile ab und wir schauen uns dann nachher an, wie das funktioniert mit dem Lenkkopflager austauschen, einfach nur mit Heißluftpistole und Kältespray. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Vielleicht muss ich doch noch ein bisschen klopfen, aber meine Erfahrung von der 7 Monate ist, wenn ich es gut hinkriege mit Temperaturunterschiede, dann müsste ich es eigentlich so mit dem Finger rausnehmen können, ohne dass ich irgendwas schlagen muss. Naja, wir schauen es uns später an. Das Motorrad ist etwas aufgebockt, das Vorderrad hängt in der Luft und es ist schon mal ein guter Zeitpunkt zu schauen, was die Radlager machen, ob hier irgendwas wackelt, also da spüre ich nichts, man hört auch nichts, und ob sich das Rad noch gut dreht und ob es dabei Geräusche macht. Also das ist noch Picobello, man sieht auch, dass sich das Rad sehr lang dreht. Die Radlager, die laufen noch wirklich gut. Also ich weiß noch nicht, ob ich die austausche. Mitnehmen auf jeden Fall. Aber es wäre ja auch mal interessant zu gucken, wie lang so ein Radlager hält. Also, dann können wir das Rad rausbauen. Dann kommt als nächstes die Gabel raus, damit der Lenker demontiert. Und dann kann man schön sehen, was das Lenkkopflager für eine Rastmarke hat. Das ist dann wie so ein Magnet, schwingt das in der Mitte ein. Das ist also ganz interessant. Ich spüre das jetzt schon, diese Rastmarke, wo die sitzt. Es ist noch nicht jetzt das Problem, dass man damit nicht fahren kann.
Im Gegenteil, man hat sich an diese Rastmarke erstmal so gewöhnt, dass es am Anfang, wenn die Rastmarke weg ist durch das neue Lenkkopflager, dass das sehr ungewohnt ist im ersten Moment, aber im späteren dann eigentlich doch nur vom Vorteil ist. Dann gehen wir jetzt mal dabei, das Rad rauszunehmen und anschließend die Holme von der Gabel. Ja, auch beim Rad rausbauen muss man ein bisschen auf die Reihenfolge achten, wie man die Schrauben löst. Auf der Seite bleibt erstmal alles fest. Und hier, wo die Mutter auf der Achse oder der Bolzen mit der Achse verschraubt ist, löst man erstmal hier unten die Spannschrauben. Nur lösen, das reicht. Und dann kann man die Mutter oder je nachdem, hier in dem Fall ist es ein Bolzen, von der Achse lösen, sodass ich die Achse dann auf der anderen Seite rausziehen kann. Und jetzt, wo ich das gelöst habe, kann ich auch die Spannschrauben, hier die Spannschrauben auf der anderen Seite lösen. Würde ich die gleich vorher lösen, dann würde sich die Achse mitdrehen und es könnte sein, dass ich es nicht losschrauben kann. Dann müsste ich die Spannschrauben wieder anziehen, damit die Achse sich nicht mitdreht. Ja. Das gleiche gilt dann später beim Zusammenbauen wieder in umgekehrter Reihenfolge. Und die Spannschrauben hier später beim Anschrauben, da muss man auch darauf achten, dass man die mit dem richtigen Drehmoment und immer noch zweimal im Wechsel anzieht, damit nicht eine Spannschraube locker ist und nur eine angezogen ist. So, jetzt ist die Achse gelöst, die Spannschrauben sind lose. Wie das hier, die eine kann ich glaube ich noch ein bisschen lösen. Naja, das wackelt alles, das ist okay. Jetzt kann ich vorsichtig die Achse heraustreiben und dann habe ich das Vorderrad schon in der Hand. So, damit man hier beim Austreiben nicht zerdeppert, gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann entweder die Mutter hier drauf lassen, so ein Stück reinschrauben und einfach dann gegen die Mutter klopfen. Damit kommt die Welle dann schon auf der anderen Seite ein Stückchen raus. Das ist eigentlich, man hat es gesehen, ich brauchte da keinen Kraftaufwand. Und ansonsten könnte man jetzt auch noch mit so einem Holzstück das Ding ein bisschen raustreiben. Das sollte jetzt genügen, dass ich die Achse auf der anderen Seite rausziehen kann. So, und das war's schon. Da haben wir die Achse. Die Schraube drehen wir da jetzt gleich wieder drauf. Die fetten wir später dann wieder schön ein, wenn wir das einbauen. Das hier wird alles schön sauber gemacht. Ich habe vorhin noch zwischendurch hier unten die Plastikabdeckung rausgenommen. Das sind nur hier die zwei Schrauben. Alles andere kann sitzen bleiben zum Lenkkopflageraustausch. Man kommt also hier unten an die Schrauben ran, der beiden Gabelholme und oben sowieso. Das heißt, jetzt ist nur noch, müssen wir nur noch den Lenker runternehmen und dann ist eigentlich ja, Lenkkopflageraustausch angesagt. Ich kann euch hier jetzt schon mal zeigen, wie die Rastmarke, wie das aussieht. Das kann man also jetzt schon sehen. Ich ziehe mal das Lenkrad gerade ein bisschen raus und schubse es mal. Ja, kann man schön sehen, wie das einschwingt. Gut, das sieht man nachher noch deutlicher, wenn der Lenker abgebaut ist. Heißt mit anderen Worten, wenn ihr mal das Vorderrad ausbaut, dann könnt ihr relativ schnell feststellen, ob ihr eine Rastmarke im Lenkkopflager habt. Und da kann man auch nicht viel machen, wenn es wackelt. Also wackeln würde bedeuten, ich höre jetzt irgendwie so ein Klackern. Dann kann man das unter Umständen durch leichtes Nachziehen des Lenkkopflagers korrigieren. Aber eine Rastmarke ist einfach ein Schaden im Lager, der nicht tödlich ist, damit kann man fahren. Ausgeschlagenes Lager, also wenn es klackert, ist deutlich schlimmer und da sollte man auch sofort drauf reagieren, weil sonst kann es halt wirklich passieren, dass einen die Lager in dem Lenkkopflager wirklich auch zerbröseln. Ja. Und das wäre unter Umständen auch recht gefährlich. So, wir blicken hier von unten auf die Gabel und auf den einzelnen Holm. Und es gibt einmal hier die untere Gabelbrücke. Dort ist jeder Holm mit zwei Spannschrauben eingespannt. Und das gleiche oben auch nochmal. Schauen wir auch nochmal kurz hin. Das ist hier oben. Sobald ich diese vier Spannschrauben, also die zwei hier oben von der oberen Gabelbrücke und von der unteren Gabelbrücke gelöst habe, kann ich den Holm rausziehen. Und das machen wir jetzt als nächstes. Diese Schrauben sind mit einem speziellen Drehmoment angezogen, was man später beim Zusammenbauen auch tunlichst wieder einhalten sollte. Und ich fange jetzt unten an, die Spannschrauben zu lösen. Wobei, da ich den
Holm nach unten rausziehe, wäre es vielleicht sogar besser, oben anzufangen. Es ist eigentlich egal. Auf jeden Fall muss ich aufpassen, wenn beide Spannschrauben oben und unten gelöst sind, dann kann es sein, dass mir das Federbein hier oder der Gabelholm komplett rausfällt. Dann muss ich ihn natürlich festhalten können. Ich weiß noch nicht, entweder oben oder unten. Denke ich mal kurz darüber nach, was für mich am besten ist. So, ich habe mich dafür entschieden, oben erst zu lösen. Unten habe ich auch schon eine gelöst und ich muss jetzt nur noch eine Spannschraube losmachen unten. Und dann kann ich den Holm rausziehen. Ja, also ich muss noch eine Schraube lösen. Vielleicht muss ich die andere noch ein bisschen weiter lösen. Aber das werden wir gleich sehen. So, ein Gabelholm. Das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Seite. Also man sieht, es ist nirgendwo verschraubt, sondern einfach nur mit zwei Schellen, die mit Spannkraft den Gabelholm halten. In der Regel ist der Holm auch noch etwas konisch. Das sieht man zwar nicht, aber ich meine, dass ich das irgendwo gelesen habe, dass der leicht konisch verläuft. Das heißt, er wird nach unten hin immer dicker, sodass er nicht reinschieben kann, wenn mal richtig Last draufkommt. So, beide Gabelholme sind raus. Jetzt kommt als nächstes der Lenker runter. Und wenn der Lenker runter ist, dann können wir die Gabelbrücke oben runternehmen und haben dann den ersten Blick auf das Lenkkopflager. Und dann fällt auch hier die untere Gabelbrücke raus. Da muss man aufpassen, dass einen die nicht absaust. Die muss man dann festhalten oder irgendwie anbinden vorher. Normalerweise kann man sie festhalten von oben. Jo, jetzt machen wir erstmal das Lenkrad runter. Vielleicht eine wichtige Information zwischendurch. Das Werkzeug, was ich benutze, also haben wir jetzt weniger, und aber die ganzen Schraubenschlüssel und Nüsse und was alles, das räume ich also nicht wieder in den Kasten rein. Also das, was ich wirklich brauche, lasse ich außen liegen. Dann weiß ich nachher genau, welches Werkzeug ich brauche unterwegs, um vielleicht mal ein Lenkkopflager zu tauschen. Das wird mir jetzt wahrscheinlich nicht passieren, dass ich das Lenkkopflager nochmal tauschen muss. Aber wenn mal die Gabel raus muss oder irgendwas, dann weiß ich genau, dass ich das richtige Werkzeug dabei habe. Und wenn man das so aus dem Kopf raus macht, kann schnell passieren, dass man irgendeine Nuss vergessen hat. Und oft sind es ja auch spezielle Schrauben und spezielle Größen, die verwendet werden. Und da bin ich dann ganz froh, wenn ich genau weiß, okay, ich habe die richtigen Teile alle dabei. So, da habe ich eben noch was vergessen. Bevor wir den Lenker abschrauben können, muss hier vorher noch dieser kleine Halter weg. Diese kleine Spange, die ist von unten hier angeschraubt. Die hält oder sorgt dafür, dass die Leitungen, die hier zu den Schaltarmaturen gehen, dass die geführt werden, und die Führung, die muss abgebaut werden, sonst kann ich hier die Gabelbrücke nachher nicht runternehmen. Wenn der Lenker ab ist, wird er hier oben festgebunden. Ich muss also hier die ganze Kabellage, und das kann alles sitzen bleiben. Ich muss nur gucken, dass der Lenker hier aus dem Weg kommt. Dazu wird er hier oben angebunden, ein bisschen hochgezogen, und dann ist alles gut. So, ich habe jetzt nur eine Seite vom Lenker gelöst. Die andere lasse ich noch gerade für einen Moment fest, damit man später den Winkel von dem Lenker wieder richtig einstellt, so wie man es vorher gehabt hat, es sei denn, man will es verändern, markiere ich mir das Ganze jetzt ein bisschen. Ich habe hier dazu ein Edding und mache einfach hier unten einen Strich rein. Und der muss später auf beiden Seiten wieder zu sehen sein. Wenn da eine Lücke dazwischen ist, weiß ich, dass ich einen anderen Winkel genommen habe. So kann ich nachher sicherstellen, dass das Ganze passt. Verschieben nach links und rechts kann eigentlich nicht passieren, weil die Verfärbung liefert mir genug Informationen, wo der Lenker vorher gesessen hat. Also das ist unproblematisch. So, der Lenker ist ab. Jetzt können wir das mit der Rastmarke nochmal richtig erkennen. Also das ist noch deutlich schlimmer, als ich das bei der 700er hatte mittlerweile. Also ich muss hier richtig Kraft aufwenden, dass ich den, man sieht das, ne, wie ruckartig das klickt. Also das ist ja irre. Boah. Über den Hebel vom Lenker merkt man das gar nicht, aber hier ist das ganz brutal, die Rastmarke. Ja, und ich merke auch hier, wenn ich also über die Rastmarke hinweg drehe, dass es also wirklich rubbelig läuft. Spürt man wirklich nur, wenn man Lenker und Gabelholm rausgebaut hat, erst dann spürt man das. Irre. Boah, das
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Also auf jeden Fall alles richtig gemacht, dass ich das jetzt erstmal löse. Ja, so, ich habe alles los. Damit das jetzt auseinanderfällt, brauche ich nur noch hier die Schraube loszumachen. Und dann kann ich die obere Gabelbrücke rausnehmen und die untere würde mir dann rausfallen. Aber wie man vielleicht von hier oben schon sehen kann, ich kann das ganz gut von hier oben festhalten, wenn ich das losschraube. Also da muss man also sich keine Sorgen machen, dass einem da was kaputt geht. So, hier haben wir den Nimbus. Genau den passenden. Ja, mal schauen. Boah, der ist ganz schön fest angezogen. Die Witzke. Eigentlich darf der gar nicht so fest sein. Warum geht das so schwer? Ah, ich habe was vergessen. Genau das passiert immer mal wieder. Das dreht sich jetzt so schwer, weil ich vergessen habe, die Spannschraube hier zu lösen. Und jetzt dreht sich das natürlich hier voll darin. Ja, das passiert. So, die müssen wir natürlich erst lösen. Und dann geht die gleich auch leicht. Ich wollte gerade sagen, es kann nicht sein, dass das so schwer geht. So, jetzt sollte das gehen. Ja, jetzt geht es auch ganz leicht. Die ist nämlich nur mit ein paar Newtonmeter angezogen. Ist ja klar. Und das muss man beim Zusammenbauen natürlich auch alles wieder richtig rum berücksichtigen. So, jetzt könnte mir irgendwann gleich die Gabelbrücke rausfallen. Jetzt muss ich aufpassen. Ich weiß nicht, wie lang die Schraube ist. Jetzt halte ich die von unten schon mal gegen. So, die Schraube ist locker. Da liegt noch ein Ring drauf. Nehmen wir auch mit raus. So. Teil Nummer 1, das lege ich mir hier mal auf den Sitz. Da ist die Staubkappe. Und jetzt können wir das nach unten rausziehen. Die untere Gabelbrücke in der Hand. So sieht sie aus. Das Lager hier runter zu kriegen, ist dann nachher noch der größte Aufwand. Aber das ist gar nicht so schwierig, wenn man weiß, wie es geht. Da hat BMW nämlich extra hier unten zwei Löcher vorgesehen, dass man die austreiben kann. So, jetzt kann man sie sehen. Ja, da passt ein bestimmter Dorn rein. Wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man das. Ja, das Lager, so sieht es hier unten gar nicht so schlimm aus. Wahrscheinlich ist es die Lagerschale. Wir schauen mal oben ins Lager rein. Mal gucken, ob wir es... So, jetzt haben wir das raus. Ja, man sieht optisch noch nicht mal viel. Das ist halt das Problem, dass man das bei den Lenkkopflagern eigentlich gar nicht sieht, diese Rastmarke. Irgendwo stellt man dann später fest, dass es hier so ganz leichte Markierungen gibt, aber die wirken sich schon extrem stark aus. Jo, das haben wir raus und jetzt ist der Aufwand ist, diese Lagerschale, hier sitzt eine Lagerschale drin und die hat eigentlich die Rastmarken zwischen diesen Walzen und dieser Lagerschale. Die liegen halt bei der gerade Ausfahrt natürlich immer an der gleichen Position und dadurch entsteht dann diese Rastmarke. Hauptsächlich durch gerade Ausfahren. Wenn man immer ständig Kurven fährt, dann ist das weniger. Aber bei langen Touren ist es halt ganz normal. So, jetzt werde ich das erstmal ein bisschen vom Fett befreien und dann schauen wir, dass wir die Lagerschalen rauskriegen. Oben und unten setzen die neuen Lagerschalen ein, die neuen Lagerstaubkappen und dann können wir das Ganze wieder verschrauben. Ja, und ganz wichtig, das, was ihr ausgebaut habt, bloß nicht wegschmeißen. Das ist ein hervorragendes Werkzeug, um später mal einen erneuten Lenkkopflagertausch vorzunehmen. Man kann nämlich die alten Teile hervorragend als Ein- und Auspresswerkzeug benutzen. Auspresswerkzeug weniger, aber als Einpresswerkzeug. Ja, also bloß nicht wegschmeißen, schön sauber machen und als Werkzeug beiseite legen. Ich zeige euch das hier mal. Das sind die alten Teile von der 700er. Und die sind hier völlig identisch. Und ich kann jetzt diesen Ring zum Beispiel nachher nehmen mit der Scheibe hier zusammen, um die neue Lagerschale hier einzutreiben. Ja. Ich muss mir jetzt nicht jedes Mal die Sachen aufbewahren, aber wenn man einen so einen Satz hat, ist das ganz hilfreich. Ja. So, jetzt habe ich schon mal alles sauber gemacht. Hier oben habe ich so einen kleinen Dreibein reingestellt. Den habe ich mir damals mal von meinem Bruder schweißen lassen. Das sind einfach... Stahl,
Stangen, die ein bisschen breiter auseinander gehen, die drücke ich zusammen und kann ich genau jetzt unten auf die Lagerschale draufschieben. Jetzt mache ich das unten heiß, kühle dann die Lagerschale ganz blitzschnell mit Kältespray runter. Dadurch zieht sich der Ring dann zusammen, das Äußere ist noch heiß. Und dann klopfe ich hier oben einmal raus und dann müsste die so rauspurzeln. So die Idee. Mal gucken, ob es auch genau so funktioniert. Wenn man da mit einer Heißluftpistole dran arbeitet, muss man natürlich aufpassen, dass man keine Kabel erhitzt. Ja? Also, weil die macht richtig Temperatur. Da muss man also wirklich aufpassen, dass einen hier nichts verbrennt. Das muss man noch ein bisschen schützen. Da muss ich gleich mal gucken, wie ich das mache. Optimalerweise würde man hier irgendwie so eine Platte oder sowas hinsetzen. Aber mal schauen. Ich denke, dass es schon klappt. Das ist das Kältespray. Das ist richtig billiges. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Ich frage mich die ganze Zeit, was die Unterschiede beim Kältespray sind. Es gibt da welche, die sind sehr teuer, manche sind sehr günstig. Es muss ja irgendeinen Unterschied geben. Ich hoffe nicht, dass ich hiervon die zehnfache Menge brauche, weil sonst ist die ganze Erhitzung für den Arsch. Das werden wir gleich sehen. Ich habe hier vorne so einen Dosierer dran. Damit kann ich dann sehr genau auch auf die Lagerschale zielen. Und ich werde jetzt mal unten warm machen und dann das Eisspray drauf. Und dann haue ich hier oben einmal mit dem Hammer drauf und dann gucken wir, ob das Ding fluppt. So, ich bin jetzt dabei, das Ganze hier heute zu erhitzen. Ich habe da schon eine Zeit lang drauf geblasen. Ich will das ja nicht stundenlang filmen. Das Erhitzen dauert länger. Ich kann auch nicht mit einer Megatemperatur da drauf gehen, weil ich sonst wirklich Angst habe, dass ich mir hier irgendwelche Kabel anbrenne oder der Lack runterbrennt. So, ich glaube, jetzt probieren wir es gleich mal mit Feldspray und dann muss ich schnell machen. Ich blase jetzt nur an die Lagerschale. So, und jetzt einmal auf der Rand. Ja, jetzt ist mir das Handy natürlich im Weg. Zack. Hat es geklappt? Ich glaube nicht. Es hat nicht geklappt. Mein Eisen ist mir weggerutscht. So, die untere Lagerschale ist raus. Jetzt mit dem Schraubendreher von oben relativ leicht rausklopfen. Habe ich jetzt mal probiert. Mal gucken, ob es nach oben hin genauso leicht geht. Da muss ich jetzt von unten klopfen. Das werde ich jetzt mal genauso machen, ohne es heiß zu machen. Vielleicht geht es genauso leicht. Also es ging damals schwieriger, da musste ich mehr klopfen. Hier ging es jetzt wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Dann werden wir das gleiche mal probieren. Ich lasse die Kamera mal stehen. Aber wenn ich den Schraubenzieher erstmal dran habe. So. Ist schon was gekommen. Ja, ein bisschen ist schon gekommen. Sieht man auf der Kamera wahrscheinlich nicht. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ja. Kommt schon. Da brauchen wir beim Rausmachen gar nicht mit Eisspray rummachen. Das machen wir dann nur beim Einbauen. Ob ich jetzt noch einmal dran haue. Man sieht, es ist gar nicht so schwierig. Man muss dann nur beigehen. Das ist jetzt auch gar kein Gewaltakt. Das ist nur ein bisschen Gefrickel, um da ranzukommen. Da ist er. Also das war nicht schwierig.
Da haben wir jetzt den zweiten Ring. So, jetzt ist die Lagerschale rausgebaut. Und die neuen setze ich dann gekühlt ein. Das geht sehr einfach, weil die kann ich erst außerhalb von den Rahmen runterkühlen. Und dann plumpst die so rein. Das machen wir alles schön sauber hier. Und dann geht's weiter. So, nach dem Saubermachen kann man ganz gut sehen, dass das nicht mehr so ganz schön aussieht. Also man sieht es an den Spiegelungen, dass man hier lauter solche Rillen hat. Das ist irgendwie nicht ganz scharf, ne? Aber man kann es in der Kamera wahrscheinlich erahnen. Kaum zu glauben, man kann das zwar ganz leicht mit dem Finger fühlen, aber dass das so eine Auswirkung schon hat, ist schon irre. Ja. So, eine Schwierigkeit ist, dieses Lager von der unteren Brücke herunter zu bekommen. Und dazu muss man wissen, dass BMW hier auf der Rückseite zwei Löcher drin hat. Da passt ein Dorn rein. Und darüber kann man den ganz einfach rausschlagen. Und das machen wir jetzt mal. Und dann geht das ziemlich easy. Wenn man das nicht weiß, sucht man sich tot und ja, hat man fast keine Chance, das runterzukriegen gescheit. Auch hier könnte man natürlich wieder, der passt da genau rein, mit Temperatur was machen, aber wir probieren es erstmal so. Da ist, glaube ich, schon was gekommen. Das war's. Oh, jetzt sitzt der Dorn da drin. Aber das lässt sich lösen. So, da haben wir unten noch die Staubkappe. Das Ganze ziehen wir runter jetzt. Licht drüber gehen. Ich habe man es immer wieder mit kleinen Schwierigkeiten zu tun. Ich könnte natürlich jetzt hier meinen Abzieher bemühen. Ja, so, geht doch. War nur ein bisschen verkantet. Jetzt machen wir das alles picobello sauber. Mit den fetten alles neu ein. Und dann wird es zusammengesetzt. Man kann sagen, als Ungeübter, jetzt mache ich natürlich noch den Film dazu. Kamera aufbauen und so weiter. Aber man muss ungefähr damit rechnen, dass das Verbauen von so einem Lenkkopflager oder Austauschen. Für einen Laien mit einem halben Tag muss man rechnen. Das ist schon eine etwas aufwendigere Sache, finde ich. Obwohl es vom Abbauen der Teile und so weiter geht es eigentlich noch. Jedenfalls bei der BMW. Muss ja nicht ganz viel wegnehmen, damit das funktioniert, damit man da rankommt. So, hier haben wir die neuen Lager. Und dazu die passende Staubkappe. Und man sieht, dass diese Staubkappen eigentlich besser sind als die von BMW. Hier ist nämlich noch so eine schöne Gummilippe drumherum, die das Wälzlager da unten richtig schön abschließt. Und beim Raufschlagen nicht vergessen, dass man die Staubkappe unten als erstes hinlegt. Weil wenn man die vergessen hat, muss man das Lager wieder rausschlagen. Und ich weiß nicht, ob das gut ist fürs Lager, wenn es einmal rauskommt und dann wieder reinkommt. Ja. So. Das könnte ich jetzt rauftreiben. Ich habe aber nicht so ein richtiges Rohr, um das raufzutreiben. Deshalb mache ich das jetzt so. Ich mache das jetzt hier mit Kältespray, mache ich die Welle richtig eisig kalt. Und das Lager muss später noch... Das hier geht immer ein bisschen schwer. Da muss man wirklich ganz genau treffen. Und dann geht es auch wieder leicht runter. So. Ich mache das jetzt hier schön kalt. Und dann kann ich das wahrscheinlich so problemlos bis unten runterdrücken. Und wir werden mal schauen, wie viel Kraftaufwand ich dann dafür brauche. Das ist die neue Lagerschale. Also da sieht man gar nichts drin. Ist blitzeblank, so wie das sein soll. Und ja, ich kühle es mal ab. So, aufpassen, dass ich mir das hier nicht in den Kaffee spritze. Mit ein bisschen Glück fällt mir gleich das Lager bis unten runter. Dann habe ich vielleicht noch zweimal mit dem Holzstück oben drauf, dass es runterrutscht.
Optimal wäre natürlich, wenn ich ein Rohr hätte, was genau darüber passt. So, ich glaube, das dürfte kalt genug sein. Wir warten noch mal einen kleinen Augenblick. Wir machen das Lager erst warm. Es ist kein Fett drin in den Lenkkopflagern. Das muss zwar gefettet werden, aber es ist jetzt noch kein Fett drin. Jetzt kaut das Eis. Ja, gleichzeitig mal den mal kalt. Vielleicht sollte ich das ein bisschen auseinanderlegen. Das ist auch was hinlegen. So. Ja. So, jetzt hoffen wir, dass es klappt. Es ist wirklich heiß. Also mal halten. Das Licht unten drauf, ich kann den Staub kriegen, kann ich nicht mehr. So, jetzt können wir mal einmal gucken. Also die Staubkappe bewegt sich nicht mehr. Ich denke, das passt. Das Lager wird jetzt richtig komplett mit Fett voll gemacht zum Schluss. Das ist alles gut, würde ich sagen. Jo. So, die untere Gabelbrücke haben wir fertig. Das Lager ist eingeschlagen. Ging nicht ganz so leicht, wie ich das bei der 700er hatte. Da ist das Lager viel, viel leichter draufgefallen. Vielleicht ist dieses Kältespray, das billige, doch nicht so gut. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es draufgeschlagen mit den alten Lagerteilen. Und es sitzt jetzt gut unten. Die Staubkappe, die wackelt kein bisschen mehr. Ich kann die nirgendwo mehr hochdrücken. Das ist also jetzt so in Ordnung. So, als nächstes müssen die Lagerschalen eingebaut werden. Und zwar oben und unten, so wie wir sie rausgemacht haben. Wenn ich die jetzt hier so drauflege, könnte man annehmen, dass das überhaupt nicht passt. Und hier werde ich auf jeden Fall jetzt mit Kälte und Wärme arbeiten, weil es dann einfacher ist, sie reinzutreiben. Mit ein bisschen Glück fallen sie ja diesmal vielleicht rein. Bislang hat das mit dem Kältespray jetzt nicht so viel Erfolg gebracht, wie ich mir es erhofft habe, weil bei der 700 habe ich da bessere Erfahrungen gemacht, aber ich habe ein anderes Kältespray gehabt. Das war allerdings auch 10-mal so teuer. Naja, okay, wir warten mal ab. Ich glaube aber nicht, dass es daran gelegen hat. Dazu kühle ich natürlich dieses Teil ab. Dadurch wird es etwas kleiner. Das hier heizt sich auf. Dadurch erweitert es sich ein bisschen. Und letztendlich muss diese Lagerschale hier unten bis auf diese Kante aufgetrieben werden. Die muss da glatt aufliegen. Und da kann ich mich dann später wieder helfen mit dem alten Lagerteilen, indem ich das als Eintreibwerkzeug benutze. Ja, das machen wir jetzt mal. Ich mache jetzt erstmal das da warm und dann kühle ich das hier runter und dann treiben wir das da rein. So, das hier ist schon ziemlich heiß. Ich glaube, das ist jetzt gut. Jetzt gucken wir mal. Erstmal die Lagerschale abkühlen. Das machen wir hier direkt. Ja, ich kann es schwer zeigen. Mal gucken, wie ich es so mache. So. Das sieht ganz gut aus. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel prügeln. Nehmen wir den Gummihammer. Zack, drin ist sie. Und jetzt nehmen wir eine der alten Lagerschalen. Ich muss nur kurz dafür sorgen, dass sie liegen bleibt. Jetzt bleibt sie liegen.
Machen wir nochmal. Jetzt gucke ich mal. Perfekt. Gut. So, das hat gut geklappt mit Aufheizen und Kühlen. Das ging relativ leicht rein und ist bis nach unten abgesenkt. Von unten wird das etwas schwieriger, weil man nicht so gut drankommt. So, die Lagerschale unten ist auch eingeklopft, aber die letzten Millimeter sind verdammt schwierig von da unten, weil man da nicht hauen kann. Da sitzen einfach hier die Teile alle im Weg. Deshalb habe ich mir da jetzt einfach eine Gewindestange genommen, eine alte Lagerschale dazwischen gelegt. Die liegt jetzt genau gegenüber von der neuen Lagerschale. Und jetzt ziehe ich einfach nur die Gewindestange an und damit presse ich letztendlich die letzten Millimeter von der Lagerschale zusammen, sodass sie dann bis an den Anschlag eingerückt ist. So, wichtig ist, dass die Lager gut eingefettet werden. Also richtig mit Fett auffüllen und reinpressen. So, das habe ich jetzt hier schon gemacht. Bei dem anderen habe ich das auch schon gemacht. Ein bisschen mehr Fett macht da gar nichts. So, oben die Lagerschale hat jetzt schon das Lager drin. Ja, jetzt ist das Lager da drin. Ich fette das jetzt von hier oben noch mal ein bisschen. Dann kommt die Staubkappe da drauf. Ich weiß noch nicht, ob die neue da überhaupt hier oben drauf passt. Ich glaube fast, die ist zu klein. Dann muss ich, glaube ich, die Original nehmen. Und ja, und dann können wir die Brücke draufschrauben. Schön ausfüllen das Ganze, weil das Fett ist ja auch wasserabweisend und es ist nicht gut, wenn Wasser ins Lenkkopflager kommt. Dann hat man das da schnell gammelig drin. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob die welche Staubkappe jetzt passt. Die unterscheiden sich jetzt. Das hier ist die alte. Die geht ganz drüber. Ja, ich glaube, ich nehme die Original wieder. Ne? Wenn ich die hier nehme, die würde das Äußere nicht abdecken. Ich glaube, das ist besser so. Das lassen wir mal lieber so. Wieder rausdrücken. So, es sitzt. Prima, prima. Der sitzt auch. Da ist der Ring, da ist der Ring. Und da ist die Schraube. Und dann sitzt es erstmal. Na komm. Dreht sich ein bisschen schlecht. So. Erstmal handfest. So. Es ist wieder drin. Und wenn man sieht, das müssen wir natürlich jetzt noch ein bisschen spannen. Das müssen wir aber alles mit Drehmomentschlüssel machen. Man zieht das Lager noch mal einmal fest zusammen, ein bisschen fester, und dann löst man es wieder. Nach Handbuch wird das gemacht. Und da muss ich aber jetzt auch erst schauen, welche Drehmomente da gelten. Die habe ich nämlich nicht im Kopf. Ich mache nur eins. Ich ziehe es jetzt schon mal ein bisschen an. Weil da müssen auch erst die Gabelholme rein. Noch bewegt sich das unten nicht mit. Ist alles noch gut. Jetzt fängt es an straffer zu werden. Da hören wir mal auf. Wie gesagt, das muss jetzt noch angezogen werden. Aber das kann man alles erst festziehen, wenn die Gabelholme drin sitzen, weil ja die untere und obere Gabelbrücke, die müssen ja genau ausgerichtet sein. Deshalb kommen jetzt erst die Gabelholme rein, damit es ausgerichtet ist. Und erst dann fängt man an, die Lager
Spannung sozusagen einzustellen. So, und dann sind wir soweit. Jetzt können wir die Gabelholme wieder einsetzen. Jetzt aber aufgepasst, dass man die nicht vertauscht, weil die sind keinesfalls identisch. So, das müssen wir noch genau ausrichten. Ich ziehe das jetzt erstmal ein bisschen an hier. So, jetzt wird mal gucken. So, das kommt hin. Dann kommt das zweite Federbein. Und wie gesagt, die Federbeine sind nicht identisch unten. Right. So, könnte schon hinkommen. Das müssen beide gleich sein. Ja. Eine Frau geht das nur provisorisch. So, weil das müssen wir gleich alles noch mit einem Drehmomentschlüssel anziehen. So, was man nicht festschraubt, sind alle Schrauben hier oben an der oberen Gabelbrücke, weil wir das Lager ja noch einstellen müssen. Und wenn wir das Lager einstellen, ziehen wir das hier noch mal einmal kräftig zusammen mit 25 Newtonmeter. Und das bringt natürlich alles nichts. Wenn ich hier oben die Spannschrauben schon gesetzt habe, dann kann ich das Lager ja nicht mehr zusammenpressen. Es wird einmal mit 25 festgezogen, dann wird 60 Grad zurückgedreht und dann nochmal mit 10 Newtonmeter, glaube ich, angezogen und so soll die Lagereinstellung dann bleiben. Das Ganze findet statt mit eingebautem Rad, Vorderrad, und das Vorderrad soll dabei den Boden kontaktieren. Das heißt, ich stelle es ganz normal auf den Hauptständer, dann steht das Vorderrad auf dem Boden und dann kann ich das machen. Ja. So, jetzt mache ich unten die Gabelbrücke, das schraube ich jetzt fest mit dem Drehmomentschlüssel, 19 Newtonmeter pro Schraube, zweimal im Wechsel und dann ist das fest. Dann kann das Rad rein und dann stellen wir anschließend das Lenkkopflager ein. So, in der Zwischenzeit hat sich ein bisschen was getan. Das Vorderrad ist eingebaut, natürlich Lager gefettet, Welle gefettet, sauber gemacht alles. Das Schutzblech hängt auch schon halb wieder drauf. Das verschraube ich aber gleich erst. Ich mache jetzt erst die Lenkkopflagereinstellung. Dazu bocke ich jetzt das Motorrad ab und damit das Vorderrad den Boden berührt. Und dann machen wir die Einstellung des Lenkkopflagers. Die Platte hier oben habe ich auch schon reingeschraubt. Alle Leitungen wieder ordentlich fixiert, die Bremsleitungen und so weiter. So wie das im Originalen auch der Fall ist. Und hier die Schelle sitzt schon wieder dran. Kommen dann gleich nur noch die Bremssattel aufgeschraubt. Aber das mache ich alles, nachdem ich das Lenkkopflager eingestellt habe. Weil das geht, dann habe ich da ein etwas besseres Gefühl für. Wenn da schon so viel dranhängt wieder, dann spürt man nicht mehr, ob alles gut ist. So, nachdem unten alles montiert ist, die untere Gabelbrücke festgeschraubt ist, kommt jetzt das Einstellen des Lenkkopflagers. Der Vorderreifen berührt den Boden und laut Angaben von BMW soll ich jetzt hier mit 25 Newtonmeter erstmal einmal das Lenkkopflager anziehen. Das machen wir jetzt mal. Hier oben sind alle Schrauben locker an der Gabelbrücke. Und diese 25 Newtonmeter dienen, da haben wir sie. Ich soll in dem Zustand das Rad dreimal nach links und nach rechts bewegen. Ich glaube zwar nicht,
Hoffentlich fällt mir die Kamera dabei nicht runter. Dass das jetzt irgendwie großartig was ausmacht. Was da jetzt knackt, ist der Hauptständer, nicht das Lenkkopflager. Und das war nur ein Schlüssel, der runtergefallen ist. So, das nächste ist wahrscheinlich die Kamera, die runterfällt. Ja. Und dann soll ich um 60 Grad die Schraube zurückdrehen. So, das könnten ungefähr 60 Grad sein. Und danach soll das Ganze wieder mit, jetzt muss ich gucken, ich glaube 10 Newton angezogen werden. Das muss ich ein bisschen nach Gefühl machen. So, das muss es gewesen sein. So, und damit müsste das jetzt eigentlich stimmen. Da können wir jetzt den Lenker wieder aufsetzen, aber vorher machen wir noch hier alle Spannschrauben fest. Das sind einmal hier 1, 2, 3, 4 und dann die Spannschraube hier an dem Lenkkopf. Gut, das ist jetzt mal die nächste Aufgabe. Wir haben ja hier zwei Spannschrauben, da oben und da unten. Und man spannt eine mit 19 Newtonmeter an, dann die andere, dann geht man nochmal zurück. Weil dann hat sich die wieder ein bisschen gelöst, macht nochmal 19 Newtonmeter und dann auf der auch nochmal 19 Newtonmeter. Das ist auch okay. So, erstmal schrauben wir sie mit der Hand so weit fest, wie ich mit der Hand komme. Da ist Feierabend. Das ist gar nicht so fest, also 19 Newtonmeter ist nicht viel. Da hat es geklickt. Dann machen wir das gleiche mit der unteren. Und gleich werden wir sehen, dass ich die obere nochmal ein Stückchen drehen kann. Da waren die 19. Ziehen wir nochmal auf die obere. Ja, da kann ich also jetzt nochmal ein Stückchen drehen. Und jetzt machen wir nochmal die untere. So, wenn ich jetzt die obere nochmal mache, kommt auch nochmal ein bisschen. Nochmal einen Wechsel machen. So, jetzt ist es gut. Beide sind mit 19 Newtonmeter angezogen. Der rechte Gabelholm ist fertig. Jetzt machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Also das gleiche Spiel wie drüben, auf der anderen Seite. Erst handfest anziehen. Machen wir jetzt oben und unten. Da sind sie. Jetzt unten die 19. Da ist sie. Jetzt machen wir oben nochmal. Da sind sie wieder, unten nochmal, Klick, und jetzt mache ich oben nochmal, da kommt jetzt nicht mehr viel, und unten auch nochmal, beides mit 19 Newtonmeter. So, und jetzt haben wir noch die Schraube hier, ganz wichtig. Und danach kann man am Lenkkopf nichts mehr verstellen, dann muss man erst wieder hier oben alles lösen. Ja, ist logisch, weil sich ja sonst diese Lenkkopflager nicht mehr zusammenpressen lassen, weil das durch die Spannschrauben hier verhindert wird. Das Lenkkopflager kann ich also jetzt nicht mehr nachstellen, erst wenn ich hier oben wieder alles losschraube. Das muss man wissen, wenn man mal unterwegs, wenn man feststellt, dass das Lenkkopflager, da haben wir die 19 Newtonmeter, hier brauche ich das nur einmal, weil es nur eine Spannschraube ist. Und damit wäre das Lenkkopflager eingestellt. Ne? Gut, ich habe es vorhin nicht gezeigt, aber wir haben jetzt überhaupt gar keine Rastmarke mehr. Das geht wirklich ohne irgendeinen kleinen Knack, auch wenn ich das Motorrad aufbocke. So, jetzt wollen wir den Lenker natürlich wieder in der richtigen Position haben. Dazu hatte ich beim Ausbauen diese Markierung da dran gesetzt. So, und dann drehen wir das Ganze zurück. So, jetzt kann ich beide schwarzen Striche sehen. So müsste in etwa der Lenkwinkel wieder der gleiche sein. Wir sehen auch hier, die Spuren von der Verschraubung sind auch an der gleichen Stelle. Das heißt, das müsste das also meine ursprüngliche Lenkerposition sein. Ich ziehe das jetzt hier an. Ich weiß noch nicht, wie fest. Es muss ziemlich stark festgeschraubt werden. Aber da habe ich im Moment gerade nicht die Newtonmeter-Werte. Die muss ich mir nachher noch holen. Und jetzt können wir auch die andere Brücke aufsetzen. Und ich empfehle
bei so einer Schrauberei hier niemals mit dem Akkuschrauber zu arbeiten. Erstmal alles mit der Hand schrauben, damit man weiß, dass das Gewinde sauber gefasst hat. Und bloß nicht mit dem Akkuschrauber, wenn das vielleicht der ein oder andere auch gerne mag. Kann schnell dazu führen, dass man sich die Gewinde kaputt macht. So, ich ziehe das jetzt hier nur zaghaft an. Richtig festziehen. Da habe ich jetzt hier den oben schon ein bisschen zu weit. Dafür mache ich den noch ein bisschen mehr. So, so, und das machen, Rest machen wir dann mit dem Drehmomentschlüssel. So, damit hätten wir das. Fühlt sich sehr gut an. So, wir sind fast fertig. Jetzt kommt noch kurz hier diese Befestigung der Leitungen wieder dran. Dazu brauchen wir keine Kamera. So, bleibt noch der Lenker, der festgeschraubt werden muss. Mit 25 Newtonmeter habe ich gerade nachgelesen. Natürlich würde ich auf einer Reise keinen Drehmomentschlüssel mitnehmen. Aber man hat das eigentlich ziemlich gut im Gefühl. Häufig neigt man dazu, die Dinge zu fest anzuziehen. Und wenn man aber weiß, was es haben soll, dann ist das schon mal sehr hilfreich. Da sind sie schon erreicht. Und man hat natürlich mit dem Drehmomentschlüssel, mit so einem langen, natürlich auch eine ganz andere Macht. Deshalb ist es manchmal ganz gut, einfach mal kurz anzufassen. Dann kommt das ungefähr einem Schlüssel gleich, damit man ungefähr weiß, wie fest es sein muss. So, der ist wieder fest. Wir sind fertig mit Austausch des Lenkkopflagers. Ja, in Summe, ich bin gestern am späteren Nachmittag angefangen. Ja, halber Tag kommt hin. Wenn man nicht filmt dabei, ist es sicherlich in einem halben Tag getan. So, ich hoffe, dass ich das halbwegs zusammengeschnitten kriege für euch, so dass ihr sagt, okay, Lenkkopflager tauschen kann ich auch selber demnächst. Ist also wirklich nicht so kompliziert, muss man nur beigehen. Das Schwierigste von allem ist, die Lagerschale von unten einzuhauen. Das hat am längsten gedauert. Das habe ich ja nicht so schnell hingekriegt, wie ich es wollte. Da muss ich ein bisschen länger klopfen, weil man kommt da unten auch schlecht ran zum richtigen Schlagen. Aber es hat am Ende funktioniert. So, da kommt mein kleiner Freund. Ja. Ja. Hast du gearbeitet? Hast du gearbeitet? Oh, hast du wieder einen Schlüssel? Musst du reparieren? Ja. Ja. Soweit zum Thema Tauschen des Lenkkopflagers. Ich hoffe, ihr konntet das alles ein bisschen nachvollziehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, wenn ihr das beim nächsten Mal selber macht. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.